Am 22. September 1616 stiftete der Amtsassessor Stefan Mischkern dem Hoyerswerda Rat 500 Taler, deren Zinsen für arme studierende Bürgersöhne bestimmt waren, und 100 Taler zur Erbauung eines kleinen Kirchleins auf dem Friedhof. Mischkern, selbst Sohn armer Eltern, hatte es zu großem Ansehen und Vermögen gebracht. Da er kinderlos starb, sollte sein Vermögen Armen zugutekommen und in eine Stiftung fließen. Deshalb erhielt später eine Gasse seinen Namen, der leider mit der Umbenennung in Straße an der Schule im Juni 1950 verschwand. Das imposante Grabmal des Stefan Mischkern befindet sich noch heute an der Nordseite der Johanniskirche. Die Stiftungsurkunde ist übrigens die älteste Akte, die es im Stadtarchiv Hoyerswerda gibt.